Meine Hochachtung ist nicht erst seit dem heutigen Tag für diese Leute da, die ist grenzenlos. Ich habe bei den Maltesern das Gefühl, angekommen zu sein. Für mich ist es ein Traumjob, als Retter zu arbeiten, weil ich auf der einen Seite merke, dass ich Menschen helfen kann, aber auch, dass Menschen mir unheimlich viel zurückgeben können. Weil Nähe zählt, steht da drauf bei unseren Autos und das ist der Punkt. Wir sagen Danke, indem wir den Menschen etwas schenken, was man sich nicht kaufen kann. Das mit einer Notwendigkeit verbinden, nämlich dem Fahrsicherheitstraining, das macht mir viel Freude. Was mich noch viel mehr begeistert hat, ist, wie viel Mühe sich Christian Danner gibt, uns die Dinge zu erklären und wie er sich auch Zeit nimmt, uns alles wirklich in Ruhe zu erläutern und zu zeigen, wie man wirklich sicher fahren kann. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass du richtig am Steuer sitzt, weil wenn du so weit weg bist, kannst du hier nicht richtig lenken. Du brauchst hier 90 Grad Winkel. Und Bremsen, das hat ja ABS das Teil. Da musst du richtig in die Eisen und trotzdem lenken. Ja? Und die Abfolge macht's. Erst Augen schauen. Zweitens das Gehirn, was mache ich jetzt? Entscheidung treffen, bremsen, geht oder geht nicht und dann ausweichen. Und das ist eine Abfolge, die motorisch gar nicht so einfach ist. Deswegen muss man es üben. Was ich halt zu schätzen weiß, dass es halt nicht wie bei Fahrsicherheitstraining ist, dass du einen Mann für 30 Leute hast. Zack, rein bremsen! Feste bremsen! Der hat halt viel mehr auf dich achten können, der hat viel mehr gucken können, der hat dir viel mehr in Ruhe erklären können, wie als wenn das einer macht, der 30 Leute beaufsichtigt. Was ich dich bitten würde, ist, dass du, wenn es irgendwie geht, mit den Händen die Tipps, die man gibt, die werden sofort umgesetzt. Ja, super. Sehr gut. Ganz generell merkt man natürlich, das sind versierte Fahrer. Aber so der eine oder andere Tipp, der ist immer gut, weil es schleicht sich immer Gewohnheit ein. Ja, es ist schwierig, die 100% beim Bremsen zu bringen. Also man weiß ja irgendwo, was auf einen zukommt, aber ich bin dann immer nur bei 90% gewesen. Ich habe so zwei, drei Mal vielleicht geschafft, wo ich bei den 100% dann war. Und dann merkt man halt auch, das funktioniert halt besser. Die Mitarbeiter sind unsere wertvollste Ressource. Gerade um die müssen wir uns bemühen. Und das eben auch nicht nur sicherheitstechnisch, sondern auch was die Anerkennung angeht. Achtung, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Los geht's. Ich glaube nicht, dass ich mir den jetzigen Beruf ausgesucht habe, sondern dass er mich ausgesucht hat. Links, rechts, links. So ein Trainingstag ist sehr wichtig insgesamt, weil er nochmal deutlich macht, dass uns auch das Thema für die Mitarbeitenden am Herzen liegt. Du bist fast 60 gefahren. Das war super. Ja? Okay. Alles richtig gemacht. Es ist wichtig, dass man Gemeinsamkeit hat, dass man sich gut kennt, weil man auch die Fähigkeiten vom anderen kennt. Und ich als Beifahrer muss da voll auf meinen Fahrer vertrauen. Und das kann ich nur, wenn ich den wirklich kenne. Ich glaube einfach, dass wir ein super Team sind, dass wir auch nonverbal kommunizieren, gar nicht so die Absprache brauchen, sondern sie weiß, was ich möchte, ich weiß, was sie braucht und dann arbeiten wir Hand in Hand zusammen. Mitarbeiter- und Patientensicherheit, ganz wichtige Elemente und beides trainieren wir hier ja letztendlich heute. Ich glaube, man lernt nie aus, wenn es darum geht, mit Sonderrechten zu fahren. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das eine sehr, sehr große Herausforderung finde. Egal wie erfahren man bei der Einsatzfahrt ist, wie viele Jahre man das auch macht, ist es wichtig, dass der Kollege nebenan sitzt und mit die Augen aufhält, genau. Weil bei einer Alarmfahrt hat man ca. 400% höheres Unfallrisiko und da ist ein weiteres Paar Augen auf jeden Fall sehr wichtig. Der Weg dorthin ist ja nicht ein Weg zum Eisessen oder zum Kaffeetrinken, sondern da geht es ja um Leben und Tod. Und dann das alles da coolen Kopf zu behalten, das alles richtig zu organisieren und dann musst du ja wieder Auto fahren. Und jetzt, wenn ich meinen Autoteil nehme,
den Hinweg und den Rückweg, dann sind es zwei Teile, die in einer unglaublichen Belastung, in einer Stressbelastung stattfinden. Und das hinzukriegen, da habe ich allergrößte Bewunderung dafür. Und so wie ich das heute kennengelernt habe bei den Teilnehmern, das ist wunderbar. Das ist wirklich toll, sowas zu sehen, wie man sowas meistern kann. Es ist ein Traumjob. Ich würde ihn auch jederzeit wieder machen. Man kommt sicherlich an seine Grenzen. Es ist aber auch nichts Negatives. Grenzen sind auch positiv. Ich arbeite gerne mit Menschen, deswegen macht mir das auch Spaß. Und das Interessante ja an unserem Beruf ist ja auch, dass wir quasi immer wieder was Neues erleben. Du musst dich jedes Mal auf einen anderen Patienten, auf andere Situationen einstellen. Hast komplett andere Einsatzszenarien. Und du wirst halt ungeschminkt ins Leben reingeschmissen. Ich fahre schon über 20 Jahre, aber bestimmte Tipps oder Sachen hat man noch nie gehört. Und ich finde es toll, dass er das so weitergibt. Es war einfach der Wahnsinn. Ich bin so beeindruckt davon, hier zu lernen, wie man wirklich richtig und sicher fahren kann. Dieses Autofahren, ja, das macht Spaß und alles, aber wenn man in so einem Einsatz fährt, mit dem Rettungswagen fährt, mit dem Notarztwagen fährt, dann ist der Spaß nicht so wahnsinnig wichtig, dann muss es funktionieren. Aber über den Spaß kann man das Fahren verbessern. Und genau das habe ich heute erlebt und das hat mir sehr viel Freude gemacht.